Dafür haben wir wieder vier Highlights für dich. Erste Übung, Upright Row. Martin, zeig einmal, um was es geht. Wir machen einen stabilen Rumpf, Bauch ist angespannt, Hintern ist angespannt. Wir wollen hier im Rumpf nicht hin und her wackeln. Und dann ziehen wir die Hantel auf Brustbeinhöhe. Das könnt ihr entweder Single-Arm machen, so wie Martin das zeigt, oder wenn es zu schwer ist, einfach dann mit beide Hände Ellbogen hinten oben und dann bis auf Brustbeinhöhe ziehen. Schaut hier einfach wirklich Schulterblätter hinten runter, unten verankert, stolze Brust. Genau, und das dann so ausführen. Highlight Nummer 2 schließt da ein bisschen dran an, ist der Dumbbell High Pull. Unterscheidet sich dadurch, dass wir einmal in den Dip gehen, das heißt Knie nach vorne außen, Oberkörper bleibt dabei aufrecht, das heißt wir kippen nicht nach vorne, sondern wirklich nur Knie nach vorne außen. Dann explosive Hüfte und Ellbogen nach hinten oben, bis die Dumbbell auf Brustbeinhöhe ist. Genau, sieht gut aus. Genauso macht ihr das auch. Für Highlight Nummer 3 ist der Single Dumbbell Romanian Deadlift. Das heißt, wir starten oben, Hüfte nach hinten. Wir schauen, dass die Beine so lange wie möglich bleiben. Das heißt, wir gehen hier nicht in den Squat rein, bis Mitte Schienbein und stehen wieder auf. Jawohl. Genau, achtet hier auch wieder darauf, Schulterblätter sind hinten und unten verankert. Stolze Brust, gerader Rücken. Genau. Und wir machen das eben nicht, wie wir sonst im Deadlift gehen, dass wir wirklich zum Schluss noch so ein bisschen reinsquatten, sondern Füße bleiben so schnell wie möglich. Knie bleiben an Ort und Stelle, könnte man dazu auch sagen. Letzte Übung, Renegade Row. Martin zeigt uns das einmal. Wir haben hier insgesamt 10 Wiederholungen. Wir haben nur eine Dumbbell. Falls ihr nur eine Dumbbell habt, wir machen das genau einmal, zweimal, machen 5 und 5. Das heißt, nach 5 Wiederholungen dann, Seite wechseln, einen Push-Up und einen Renegade Row nach oben. Das war Highlight Nummer 4. Danke, Martin. Wir hoffen, du hast Spaß dabei am letzten Workout des Jahres, beim letzten Workout des Jahres und wünschen dir einen guten Rutsch.